sieht aus, als stünde eine neue Challenge an. Glühbirnen? Die sieht aber irgendwie ein bisschen komisch aus. Ja, wahrscheinlich, weil sie aus Schokolade besteht. Mal sehen. Oh ja, das ist Schoki. Ich frage mich, ob meine Glühbirne nach was schmeckt. Oh. Wow, du hältst wirklich jeden Raum, Emily. Ja, aber sicher doch. Aber plötzlich ist Schokolade nicht mehr so interessant. Und? Sieht aus, als hättest du da kein Händchen für. Na, das mit dem Händchen werden wir schon noch sehen. Wow! Es riecht ein bisschen verbrannt hier. Ja, das bist definitiv du, Hannah. Oh, gib mir das mal. Wow, Schokoladenbrunnen. Oh, die sind so niedlich. Unsere eigenen Brunnen. Warum fängst du nicht an, Brian? Hä? Was zum Geier ist das denn? Warum habe ich denn einen Teller mit Rosenkohl? Boah, die riechen nicht gut. Mann, das schmeckt noch schlechter. Oh, ja, das ist ein harter Brocken. Oh, Gott sei Dank, dass ich das nicht habe. Ich habe runde, bunte Bonbons. Ich wette, das sind Kaugummis. Oh, ich hatte recht. Schau dir diese Blase an. Ach ja. Ich habe ja ganz die Schokolade vergessen. Zeit zum Kombinieren. Jetzt noch ein paar Schokogummibälle machen. Genau das will ich jetzt. Warte. Ich habe noch eine bessere Idee. Kaugummi, Schokolade und Streusel. Das ist doch mal eine gelungene Kombination. Wow, hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Oh, so cool. Na, ich könnte dich ja auch mal probieren. Mit Schokolade schmeckst du bestimmt viel besser. Okay, mal sehen, wie das schmeckt. Okay, das ist, boah, das ist, nicht gut. Was soll ich machen, um zu helfen? Oh, ich weiß. Ein Glas Schokolade. Schokolade macht alles besser. Okay, hier, nimm einen Drink. Oh, viel besser. Die Schokolade hat wirklich geholfen. Wollen wir? Tada! Na, das muss ja der Originalschuh aus Aschenputtel sein. Nur, dass sie ihren nicht essen konnte. Mir läuft schon der Speichel im Mund zusammen. Mh, voll lecker. Willst du nicht auch gucken, Hannah? Wow! Die sind wohl kaum essbar. Aber die sehen fantastisch aus. Die probiere ich direkt an. Zuerst die Schuhe und dann das Outfit. Wo hast du das alles her? Ich wünschte, ich hätte so ein cooles Outfit. Mal sehen. Zuerst die Schuhe. Warum ändert sich mein Outfit nicht? Ich verlande mich in Schokolade. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Lebst du noch da drin? Das ist unangenehm. Nee, noch nicht. Okay. Oh, das ist interessant. Definitiv nicht schokoladenfreundlich. Ich meine, das ist doch eine Frucht, oder? Vielleicht wird es so wie Schoko-Erdbeeren. Ich muss da ganz schön viel drauf machen. Wie kann das dann noch schlecht schmecken? Das ist Schoko. Oh, die Schale ist ziemlich hart. Aber ich schmecke kaum die. Oh nee, jetzt kommt die. Oh, die Zitrone ist so sauer. Ja. Ja, ich könnte auch ein bisschen Soße gebrauchen. Aber Zitrone ist besser. Hey, was hast du denn damit vor? Na, das ist viel appetitlicher. Aber doch nicht mit Schokolade. Leg los, Baby. Oh. Na ja, schau dir all die Schokolade an. Solche Drumsticks habe ich noch nie gegessen. Und ich habe ganz schön viel davon. Ich wünschte, ich hätte noch Nüsse zum Bestreuen. Hat Claire jetzt den Verstand verloren?
Perfektion. Alles für mich. Oh, die will das wirklich essen. Ja, die haut ganz schön rein. Das ist wie eine leckere Maulwurfsoße. Wetten, dass ich den ganzen Eimer aufessen kann? Claire, da passt ja fast das ganze Huhn rein. Ich würde noch die Knochen essen, wenn ich könnte. Okay, noch eins. Doppelt lecker hält besser. Oh, du bist wie ein Tier. Ein ganz schön hungriges Tier. Bist du immer noch nicht satt, Claire? Ich glaube, ich erreiche langsam mein Limit. Ja, vielleicht solltest du mal eine Pause machen. Uah. Bist du bereit? Oh, sorry, da muss ich ran. Ja, wie unhöflich. Lizzie, Lizzie, ich bin gleich wieder da, sorry. Ja, dann warte ich eben. Stirb, Zombie. Let's rock party, people. Ach, diese Nagelhaut. Ja. Ah, die ist noch nicht mal mehr irgendwo hier. Ja, genug gewartet. Ha. Boah, das ist nicht wirklich, was ich denke, oder? Boah, das war eklig. Und hier? Meine Lieblingsschokolade. Und ich bekomme das? Ich werde Lizzie eine Lektion erteilen. Los geht's. Du solltest schön schmelzen. Mal sehen. Ja, das ist perfekt. Ich schneide hier einfach einen kleinen Schlitz rein. Schnipp, schnapp. Das ist echt geschmolzen. Ich probiere mal ein bisschen. Ja, bevor ich es in etwas, naja, ihr wisst schon, verwandle. Schokolade ist echt vielseitig, ha? Huh? Dieser kleine Haufen sollte ausreichen. Sieht perfekt aus. Ich glaube, Lizzie kommt zurück. Verhalte dich ganz normal. Ja, tut mir echt leid. Mach kein Problem. Lass uns reinschauen. Was? Hat da jemand auf meinen Teller gemacht? Der Trick hat echt funktioniert. Ach, Lizzie. Mein Haufen ist süß, ha? Du kannst ihn haben. Was ist das denn? Ja, der sagt, wir sollen tauschen. Aber warum würdest du das denn wollen? Tina? Sieht lecker aus, ha? Bon Appetit! Oh, ich glaube, der wird schlecht. Bitte hör auf, das zu essen, Tina. Ich will mein Gesicht da drin vergraben. Oh, du hast sie ja nicht mehr alle, Mädchen. Vielleicht bleibst du jetzt fern von deinem Handy. Zeit für die zweite Challenge. Yes, Baby Marshmallows, so süß. Was? Komm schon, wieso bekomme ich Chilis? Schau mal, die sind viel besser als Augäpfel. Sie sind wie kleine bunte Wolken. Ich brauche dafür eine ganze Tasse Schokolade. Ich muss die Tasse ganz voll machen. So lecker. Das wird großartig. Alles klar, ihr Kleinen. Es wird Zeit für euch. Rein mit euch in die Tasse voll Schokolade. Zeit, etwas Leckeres zu trinken. Das ist so gut. Sie ist so glücklich. Ich allerdings nicht. Ob sie wirklich so scharf sind? Schätze, es ist an der Zeit, das herauszufinden. Vielleicht hilft mir die Schokolade dabei. Wahrscheinlich sollte ich nur ein bisschen knabbern. Oh nein. Nein, die Schokolade hat nicht geholfen. Das ist so scharf. Mein Mund steht in Flammen. Ah, was kann ich tun, um zu helfen? Die Schokolade. Meine Tasse mit Schokolade wird dich retten. Hat es geklappt? Ich habe sie gerettet. Ich wette, du denkst jetzt nicht mehr über deinen brennenden Mund nach. Ich bin mit Schokolade überzogen.